Willkommen im Lager. So, und damit wieder willkommen zu 13. Wir sollen die Anstalt verlassen. Das haben wir anscheinend noch nicht getan. Ich schau mal hier rum, ob hier irgendwie noch Munition oder sowas ist. Oh, da war, glaube ich, gerade... War das Dr. Johansson? Okay, hier hat er sein Meetingzimmer. Was ist denn hier wieder? Was kann ich hier angucken? Wieder eine sinnlose Kamera, die mir auch überhaupt nicht spielerisch weiterhelfen wird. Aber doch, ein Typ steht da. Na gut, da wäre ich auch so drauf gekommen. Sonst ist hier... nichts, oder? Wow, das Büro hat sogar zwei Eingänge. Falls mal viele Leute kommen. Hm, ist verdammt still gerade hier. Guten Morgen, Dr. Jansen. Oh. Laden Brenda. Neues vom Amnesiepatienten? Nein, nichts. Mein Gott, Johansson ist außer sich. Ich ertrag's nicht mehr. Ich gehe nach Hause. Sag ihm, dass meine Frau entbindet oder dass mein Pudel einen nervösen Anfall hat. Oh, der Arme. Ich erinnere mich wie mein Lulu. Viel Glück, Brenda. Bis morgen. Wünschen Sie Ihrer Frau alles Gute von mir. Okay, hier kommen wir wohl noch nicht durch. Da brauchen wir noch den Schlüssel. Die lässt mich auch nicht durch, die Frau. Okay, dann gehe ich nochmal zurück und... Ah, Medipack. Okay, das habe ich eben übersehen. Ja, hier komme ich auch nicht durch. Was ist mit hier? Das sind Duschen. Da liegen... Ne, da liegt ein Schwamm drin. Okay, sonst auch nichts Relevantes für uns. Okay, also... Ne, Dietrich habe ich nicht. Ich muss also tatsächlich... Oh, jetzt habe ich ausgesehen, das Medipack genommen. Ist hier nicht irgendwo ein Schlüssel? Irgendwo? Irgendwas? Okay, die hat Spaß am Singen, das merkt man. Wow, wie ich gerade aufgeschmissen bin hier. Wo sind meine Karten? Ah, nee. Okay, da fährt der Krankenwagen weg. Aber wir haben jetzt, glaube ich, den Schlüssel. Ein bisschen gerade auf den Krankenwagen fokussiert. Ja, die Schlüsselkarte, okay. Ja, ich hätte gerne meine Waffe wieder. Was macht die denn jetzt da? Gut. Ah, ein Revolverle. Sehr gut. Ach so, ja gut, dann mache ich das auch. Alarm! Das würde euch der Alarm irgendwas bringen. Ah gut. Munition. Aha, dieses Instrument
ist nicht stimulierend genug. Und wie ist's mit diesem? Oh, der Dr. Johansson ist übel. Mir, wer hat die Schwester im Block C ermordet? Ich weiß nicht. Sie ist gestorben. Noch eine Ratte. Bitte, erschießen Sie mich nicht. Ja, dann gib mir den Schlüssel hier. Warte mal, irgendjemand kommt da gerade. So, jetzt weiter im Text. Der sieht auch aus wie der andere eben. Macht doch genau die komischen Bewegungen. Mal die Schublade hier zu. So. Sonst. Oh, nee, da sind Leichen drin. Ah, Moment, da gibt's wieder ein Problem gerade. So. Dann wieder weitersuchen. Wurfmesser habe ich eingesammelt. Warum operieren die denn mit Wurfmessern? Die Schublade kriege ich nicht mehr reingeschoben. Ah, Moment mal. Ist das etwa gewollt? Ah. Okay. Dr. Johansson, ich verstehe nicht. Die Tür ist verschlossen. Ja gut, die ist, glaube ich, gefangen mit dem Typen. Was für ein Albtraum. Ja, aber ich glaube, der tut auch nichts, oder? Nee, der bleibt nur stehen. Ja gut, dann gehe ich mal weiter. Und hoffe mal, dass ich jetzt gleich zum Johansson durchkomme. Oh, hier ist jetzt erstmal dunkel. Wow. Hübsche Krankenschwestern sind selten in Plain Rock. Wusstest du das? Oh. Der ist hin. Wow. Hä? Nun, Nummer 13. Der Doktor möchte Sie sehen. Also los, es ist Zeit für die Anatomiestunde. Komm schon. Der hat sogar eine Lebensenergieanzeige. Hält auch viel aus, also viele Kopfschüsse. Oh, keine Munition mehr für den Revolver zumindest. Wow. Mal gut hier. Johansson wäre erledigt. Ich glaube, der war auch einer der 20 Verschwörer. Wurfmesser hatte der auf dem Tisch, okay. Das Kloster. Hör zu, es gibt 20 von ihnen. 20 Verschwörer, die sich hinter Nummern verbergen. Wow. Meine Herren, es ist mir eine Ehre, die Pforten meiner bescheidenen Behausung den Führern unserer Organisation zu öffnen. Da der Ruhm dieses Ortes unserem gemeinsamen Ziel würdig ist, schlage ich vor, unsere Hauptversammlung hier abzuhalten. Okay, da waren wir also schon mal. Wir haben ja schon mal Bilder von dem Kloster gesehen. Ah, den Safe können wir öffnen. Sehr gut, was haben wir da drin? Enterhaken. Ein Sender, endlich. Und ein Sender, okay. Bitte. Oh, vielen, vielen Dank. Oh. Oh. Nehmen Sie mich als Geisel. Sie haben keine Wahl. Oh, natürlich. Dann gerne. So.
Wow, die haben die Geisel erschossen. Wow. Diese Penner. Die arme Frau. Okay, jetzt... Wo muss ich jetzt lang? Och ja, jetzt muss ich genau nachladen. Jones, empfängst du mich? Laut und deutlich. Ich bin über dir. Komm da raus, schnell! Oh, mein Gott! Öffnen Sie die Tür, verdammt! Oh, keine Munition. Schnell rechtzeitig wechseln. Ah, und geschafft. Hey! Los, hinter das Steuer! Ich mache, aber tun Sie mir nichts! Alarm! Mit diesem Krankenwagen kommen Sie nirgendwo hin. Wir sind mitten in der Wüste, hier ist nichts als Sand. Das ist Wahnsinn! Hier schießen Sie wie einen Hund! Hey, Vorsicht! Wären wir mal besser selbst gefahren. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber ich werde Sie niemals vergessen. Mhm. Ich Sie glaube ich schon. Ich habe nämlich so Probleme mit Gedächtnis. Hey, viel Glück! Probleme mit Gedächtnisschwund und solchen Sachen. Da habe ich schon im Satz vergessen, was ich sagen wollte. Wer war denn die Braut? Hör auf, den Kavalier zu schicken. Mongus und seine Männer sind uns auf den Fersen. Ja. Das Taxi wartet auf dem Grund des Canyons. Komm schnell, das Taxometer läuft schon. Och, warum muss ich denn jedes Mal nachladen? Und hast du eine Waffe für mich? Ja. Eine Kalaschnikow. Noch eine. Noch ein Gegner. Ja, jetzt. Was macht ihr denn da? Komm. Ach, weißt du was? Ich komm einfach hoch zu dir. Den Typen lasse ich mal da, der kann eh nix. Wow. Oh, was ist denn jetzt los? Wow, das ist gerade irgendwie zu viel für meinen Rechner, warum auch immer. Also mir ist jetzt gerade total geruckelt. Ich habe jetzt auch kaum noch Lebensenergie. Was hat er denn? Der sieht ja aus wie Elton John. I can see the red daylights heading for Spain, oh I. Was? Och man, Leute. Ja gut, ich versuch's jetzt nochmal. Oh, darf ich alles nochmal von vorne machen? Aber ich werde sie niemals vergessen. Okay. Ja, ich glaube, ich springe einfach bis zu der Szene, wo ich eben war. Nur wenige Minuten später. So, ich glaube, ich habe jetzt gerade erstmal alle hier erledigt, die mich getötet haben eben. Und dann geht's jetzt erstmal weiter. Oh, ich habe gar keine Lebensenergie mehr, also könnte ich nochmal sterben jetzt. Das wäre ja natürlich super geil. Super geil. Sehr, sehr, sehr viel später. So, hier bin ich jetzt wieder. Ich hoffe, ich habe die Situation jetzt gemeistert.
Und ja, jetzt bewege ich mich wieder auf den Punkt zu, wo ich eigentlich herkam. Ich weiß nicht, ob ich hier sein soll. Ich denke mal... Ah, ich muss da hinten drauf. Okay, da war ich nämlich eben noch nicht. Ich hoffe, es kommt gleich mal ein Checkpoint. Weil die Stelle, die habe ich jetzt, glaube ich, bestimmt 6 Mal probiert. Und jedes Mal wegen irgendeinem dummen Fehler bin ich gestorben. Hey, bleib stehen! So, oh, da hinten sind auch noch ein paar. Und ich habe nicht mehr viel Lebensenergie. Beziehungsweise ich habe nur noch die Hälfte. Die halten ordentlich was aus, merke ich gerade. Uiuiui. Nee, die Schrotflinte, die ist nur für kurze Distanzen. Das wäre jetzt keine gute Wahl. Probier es mal mit dem Revolver. Und versuche mal einfach ein bisschen näher ranzukommen. So. Ich glaube, einer war noch oben. Hubschrauber, okay. Ich sehe ihn, da drüben. Boah, der hatte wieder einen Raketenwerfer. Der auch. Wow. Och nein, Leute, ernsthaft. Wo bin ich denn jetzt, wenn ich jetzt nochmal erneut versuche? Ah, okay, ich bin zum Glück nur hier. Ja. Das ist einfach keine gute Idee, hier mit dem... von da hinten aus zu schießen. Also nochmal Revolver nehmen. Also das ist ja eine Stelle, die ist ja ungewöhnlich schwer für das Spiel. Ich meine, im westlichen... Das ist die Teile, bin ich ja immer richtig easy durchgekommen. Und dann auf einmal gibt es hier diese Stelle. So, einfach nochmal geheilt. So, ich darf nämlich mich gleich einfach nicht treffen lassen von der Rakete. Oh, den habe ich tatsächlich erwischt. Okay. Irgendwelche Waffen hier. Oh. Was ist das? Was? Ah, das ist eine Seilbahn, okay. Dann nochmal. Oh, jetzt hat es irgendwie geklappt mit den Kopfschüssen. Oh, jetzt. Ja, das war jetzt nicht geplant, dass ich wieder zurückfahre, aber. Medipack und eine Schutzweste eingesammelt. Das ist immer gut. Wo muss ich jetzt? Ich muss einfach, glaube ich, hier runter, oder? Weil... Moment mal. Ich probiere es nochmal hier, nochmal zurückzufahren. Okay, nee, ich dachte, ich kann vielleicht hier rüber. Aber ich muss, glaube ich, einfach hier runter auf den Boden. Boah, das hat aber sehr gesessen. Gut, ja, ich dachte, ich wäre schon wieder am Anfangsgebiet, dass ich da wieder gelandet bin. Sieht aber tatsächlich ein bisschen so aus. Nicht, dass das wirklich so ist. Sehe ich ja gleich. Hier sieht alles irgendwie auch ein bisschen gleich aus. Ah, ich habe Scharfschützengewehr und eine Bazooka, okay. Aber Scharfschützengewehr ist schon mal gut, aber erstmal laden, weil irgendwie sammle ich die Dinger immer ein ohne Magazin. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Bin ich tatsächlich den Weg zurückgelaufen? Wow. Ja, super, dass da die Seilbahn dann hinführt. Ja genau, hier lag nämlich diese MG-Munition. Ja, super. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht, warum mich der Weg wieder hierhin führen sollte. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Komisch. Ja, aber wo ging es denn hier dann weiter?
mal, das... Dann ist das da hinten eingestürzt oder so. Und ich... hänge jetzt hier fest wieder. Ah, da ist ja immer noch... ein Typ gewesen. Ah, da ist aber auch eine Seilbahn. Die kann ich aber auch benutzen. Ah, oh, da liegen Sachen. Aber da kann ich nicht runter. Ich kann nämlich nicht manuell von der Seilbahn runterspringen. Also werde ich wahrscheinlich gleich da lang müssen. Hoffentlich. So. Was ist da? Kann ich da reinschießen mit der Bazooka oder... Nein, das brachte nichts. Oh, ich falle wieder einfach hier runter. Ja gut, dann nehme ich nochmal die Seilbahn einfach. Oder kriege ich hier durch? Ich glaube... Das könnte ich einfach mal machen. Ah, der Weg ist gar nicht zu. Okay, ich habe nur eben den Weg nicht gefunden. Ich dachte, die Bazooka hätte für einen Einsturz gesorgt. Ach, da geht's natürlich lang. Oder nicht? Nein. Hä? Also Leute, ich muss sagen, dieser Canyon, der verwirrt mich. Wie soll ich denn da oben hinkommen? Ah, wahrscheinlich, wenn ich da drüben nach rechts gehe. Das hat mich wahrscheinlich eben irritiert alles. Dass hier auch Seilbahnen waren und so viele Items zum Einsammeln. Gut, gehe ich einfach hier weiter. Aber schön, dass die Musik immer so energisch dabei bleibt. Okay, nochmal eine Seilbahn. Das ist diesmal wirklich Seilbahnalarm. Ach, immerhin, der nächste Checkpoint. Das ist ja wirklich in dem Level wie ein Segen. Wow. Okay, ich glaube, da sollte ich mit der Bazooka reinfeuern. Wow, das war ein Multikill. Wow, das ist ja noch mehr. Das weiß ich ja gar nicht mehr, dass da so viele Typen auf einmal immer kamen. Wow. Aber ja, dann lohnt sich wenigstens die Bazooka. Mit der bin ich aber anscheinend ein bisschen langsamer. Ja, tatsächlich. So, dann mal die Sniper nehmen. Oh, und dann anscheinend in diesen Stollen rein. Okay. Oh, Sackgasse. Na gut, dann denke ich mal wieder zurück. Andere Richtung. Ja, und das war's tatsächlich. Was ist denn wieder los? Okay, Jones hat ein Flugzeugversteck, finden Sie es. Gut, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich glaube, das Flugzeug schaffe ich nicht mehr. Gut, dann mache ich dann hier in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Supergeil, es ist supergeil, supergeil, richtig. Supergeil, supergeil, ich find's supergeil, supergeil, denn du.